Moin Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge King of the Kills, der diesmal Elektromarkt Simulator. Es gab neu das Update, dadurch wurde eigentlich mein ganzer Spielstand zerstört. Ihr könnt auch mit zusammenlegen, dass ich einen neuen PC habe und so, ne? Aber ich muss ich wohl komplett neu anfangen. Ja, habe ich schon mal. Also Geld ist geblieben, der Rest aber nicht. Juhu. Ja. Genau, ich habe Mitarbeiter schon angeschafft, im Lager habe ich schon mal angefangen und Produkte bestellt. Da wir machen jetzt so eine Art Mediamarkt. Beziehungsweise ich habe Mediamarkt genannt. Und es gab neue Produkte wie Laptops, neue Mäuse, Tastaturen, Drucker, whatever. Also gab es eine Menge Updates und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Ich habe schon meinen Laden angefangen zu gestalten. Ich würde sagen, aber ich fange mit dem Mitarbeiterraum an, weil die sind uns wichtig. Hier ist der Chefraum. Den gestalten wir irgendwie. Was mag ich denn? Das ist ein Gelb, ist das schön. Boden fließen. Total hässlich, aber egal. So ein Schwitzerzeug, das ist doch was Schickes. Ist gleich Augenkrebs, wenn du reinkommst. So, und der Chef. Der bekommt einen Arbeitstisch. Jo. Hier sitzt der Chef und da geht dann eine Kaffeemaschine dazu. Und das Büro des Chefs. So, dann gehen wir mal in den anderen Mitarbeiterraum von den normalen Mitarbeitern. Der ist natürlich größer. Ist ja klar. Da machen wir eine andere Farbe. Mal so ein hässliches Grün. Sich hier nicht ewig aufhalten drinne. So, und die Wände gibt es auch so ein hässliches Grün. Hier noch eine und hier noch eine und hier noch eine. So, dann brauchen wir natürlich Produkte bzw. Mitarbeiterplätze. Die sollen auch irgendwo Pause machen. Was keiner mehr zu sehen. Ich glaube, so viele brauchen wir endgültig auch gar nicht. Machen wir noch eine Reihe. Die Mitarbeiter auch mal ein Seminar machen für sich oder so. So, dann gibt es noch zwei, drei Schreibtische für die Büromitarbeiter. Und ein bisschen Kaffee. Mitarbeiter, wo auch noch der kommt. So, das ist der Mitarbeiterraum. Dann gehen wir mal in den Laden. Also, wir haben verschiedene Elektroartikel. Hab schon mal angefangen in der letztes Mal, wo ich das angefangen habe, hier eine Palette leer zu machen. Können wir mal fortsetzen. Schon ein bisschen vor. Hier mal für Computer, Mäuse, Laptops, neue Bildschirme, Drucker und Zubehör halt. Ein paar Computer kamen noch dazu. Und die gab es vorher auch schon. Aber hauptsächlich Zubehör kam dazu und Laptops. Laptops, hier haben wir noch so ein Mini-PC. So ein 3D-Drucker. Boxen. 3D, VR-Brillen. Genau, sowas kam halt dazu. Was du halt super gern brauchst. Und unbedingt ganz sinnvoll in den Laden baust. Genau, ich denke mal, die Videos werde ich 10 Minuten jeweils immer machen. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dann kommen wir wie jeden, kommen wir alle zwei Tage jetzt in Omsi folgen, wenn ich schaffe, die aufzunehmen. Immer sowas, das schaffe ich dafür auch nicht zeitlich. Aber ich denke mal, ja. Moment, sieht es gut aus. Und wenn er mal die Palette leer gemacht hat, sind noch 200 Artikel, die er runternehmen muss.
fangen wir an, den Laden zu füllen, weil das ist uns am wichtigsten. Ich habe quasi schon die ganze Elektropalette bestellt. Genau. Und ich habe mir gedacht, von den Regalen brauchen wir am wenigsten, weil wir endgültig alles im Laden haben und immer nur böse Rückstände im Lager haben, als Reserve quasi. Mal gucken, mal, ob wir mehr Platz brauchen oder nicht. Aber ich denke mal nicht. Elektromärkte sind in der Regel ja nicht so riesig. Ist ja nicht unbedingt so notwendig, immer so riesige Elektromärkte zu haben. Vor allem so kleiner der Markt, desto besser, desto weniger Mitarbeiter brauchen wir, ne? Endgültig. Großer Markt, desto mehr Mitarbeiter halt, ne? Das ist halt das größte Problem. Haben wir gleich 300 erreicht, haben wir noch 100. Und dann lassen wir es auch. Erstmal mit auspacken. Ja, Musik läuft. Und dann Uhr schauen. Ja. Gleich ist er fertig. Hat er geschafft. So, die letzten 20 Produkte. Letzten 15, letzten 10. Letzten 5. Und fertig. Schauen wir doch nochmal. Dann würde ich sagen, machen wir hier hinten die Handy-Ecke. Und Elektronik, Mobiltelefone, Telefone. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir nehmen immer hier so Hocker. Ja, wir nehmen hier so Dinger, die Dinger. Oder? Regale wäre natürlich smarter, ne? Ich glaube, wir nehmen Regale. Wir haben natürlich auch nicht so ewig viel Platz. So, einmal hier die Regale hin. Gleich den Gas rücken. Dem noch, hier drüben noch. So, würde ich sagen, den setzen wir noch um. Fangen wir hier drüben an. Da können wir alles eigentlich draufstellen. Ach guck mal, jetzt gibt es da ein Bearbeitungsding, okay. Das ist neu. So, haben wir hier Handy. Und dann sagen wir hier, ein Platz. Zweiter Platz. Dritter Platz, genau, mehr passt hier hin. Dann können wir einfach hier aufhören, bitte. Dann füllt ihr die Handys auf. Hier Telefone, Telefone. Man könnte auch einfach die so hin tun und dann einfach den Mitarbeiter auffüllen lassen. Und jetzt dann kommen wir die ersten Zahlen den Kunden und die Mitarbeiter sind halt manchmal nicht so schlau und füllen das gleich auf. Ist ja auch nur ein Spiel. Hier noch drei. Hier auch noch ganz sinnvoll, vielleicht die Regale auch auffüllen. Okay. So. Dann machen wir hier direkt nur Tablets hin. So, jetzt haben wir hier so ein Tablet.
da kommen Tablettchen und da kommen Tablettchen und ganz unten kommen dann Tablettchen. Mal die Tablets. Wir machen so wie gewohnt. Man kann auch einfach die Hasen erstellen und die dann da reinsetzen, dass die alle. Aber das wäre zu einfach. Würde ich sagen. Könnten die besser machen, dass man die gleich drin hat, die waren, wenn man die schon dafür vorrichtet, ne? Aber gut. Ist aus Gewohnheit aus, in den letzten Jahren habe ich es immer komplett gemacht. Aber da sitzt man teilweise auch, wenn es wieder anders anpassen muss und so weiter, fast gar nicht Dach dran. In einem Laden. Und die Zeit haben wir ja wirklich nicht. Natürlich, das können wir machen, ne? Dann habe ich halt hier aufgezeichnet für die nächsten 2 Wochen. Aber guckt ja keiner an. So, dann haben wir das und dann würde ich sagen, machen wir in der Mitte noch ein Präsentationsdinger hin. Elektronik, Rechner, Mobil, noch Mobil. So. Und dann noch so welche hin. Also 2-3 Stück. Noch ein paar mehr. Wenn wir uns zeigen, was wir so im Laden haben, ne? Da geht nichts mehr. Und hier noch einen hin. So. Packen wir eben nochmal eine. Ui. Eine Palette aus. Dann nehmen wir Telefone. Oh, ein Telefon. Und packen wir es dann wieder vorspulen. Und dann machen wir das noch. Und dann ist die Folge schon zu Ende. Sind 10 Minuten wieder vergangen. Schlimm, ne? Ja, 15 Minuten. So schnell kann es gehen. Aber es geht ja. Würde ich sagen. Wenn ich ein bisschen schneller auspacken würde, würde es auch schön sein. Das Lager füllt sich langsam mit Waren, so wie es sein soll. Und der packt und der packt und der packt, packt aus. Da geht Vollgas. Ich habe natürlich jetzt Mitarbeiter, gut, aber das Problem ist, du kannst den Laden nicht separat schließen, kann ich sagen, okay, Mitarbeiter, ihr sollt kommen. Aber der Laden soll auch jetzt sein, das geht leider. Leider. Oder ich bin zu blöd dafür, kann auch sein, dass es inzwischen geht. Früher ging es auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe jetzt auch noch probiert, ich schicke die Mitarbeiter dann immer, welche Tage du hast, schicke ich die mal auf Kurs. Dann tun die sich weiter, gehen mir nicht auf die Nerven. Brauchen keinen extra frei und sie trotzdem motiviert am nächsten Tag. Bingo. Stopp. So wie sein soll. So, noch 100 Artikel. Wer gerne in die Regale rollen möchte. Lager geht auch noch mit der Fülligkeit. Voll das spannende Video, ich weiß. Aber ein bisschen Lückenfüller, ne? Jetzt nicht jeden Tag um sie aufzeichnen, das kostet so viel Zeit. Das Aufnehmen jetzt nicht so, aber das Schneiden hinterher und das Rendern. Weil die Videos ja selten unter 10 Minuten sind, das ist ja schwierig, dann müsste ich 3 Haltestellen fahren. So ist dann ja zu Ende die Folge. Sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Linie weiterfahren. Das ist ja schwierig, ne? Dann wäre ich ja ewig daran beschäftigt.
Und ob das dann noch Sinn macht, das ist die Frage. Elektronik, Mobilfunk, Telefone. So, wo haben wir hier noch? Jetzt hat er das einfach dazwischen sitzen, das ist natürlich doof. Nehmen wir die mit den Zehnern auf jeden Fall, die werden wir noch nicht haben. Telefone, Mobiltelefone, Telefone, das noch und das noch und das schicke Ding noch. Das totschicke Ding. So. Haben wir hier noch? Tonic, Mobiltelefone, Telefone. Hier noch ein Telefon. Hier haben wir noch eins und hier haben wir noch eins. Einmal aufhören bitte. Dankeschön. Jetzt mache ich das schon wieder. So, macht der Gewohnheit. Telefone. Dann glaube ich unten noch ein Zehner. So. Das war's dann auch erstmal. So, genau, und dann war es das von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen!